Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Kanal, der Danny spielt das, und zwar der Bausimulator. Ich würde sagen, wir gucken uns das gemeinsam mal an, wie das hier alles so vonstatten geht. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich mir dieses Spiel zulege. Ich habe mir gedacht, ich mache es einfach mal, weil wie gesagt, es kann nicht verkehrt sein, dieses Spiel auszuprobieren. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen die Lautstärke runterfahren, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. So. Ich würde sagen, dann starten wir. Und zwar gehen wir mal auf Spiel starten und würde sagen, wir legen uns mal ein neues Profil an. Wählen uns als erstes mal einen Charakter aus. Nehmen den hier. Ja, der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Akzeptieren. So. Dann schauen wir mal. Basisfarbe. Ja, das passt schon. PSA-Farbe weiß ich gar nicht, was das heißen soll. Achso, das ist der Helm. Ja. Weißer Helm. Nee, pink auf keinen Fall. Nee, ich glaube, den grauen oder den schwarzen. Immer den weißen. Nee. Nee, nee, nee. Wir bleiben bei 1. Gehörschutz. Nee. Ja, machen wir das mal so. Dann lassen wir das so. Dann gehen wir auf Name. Ja, Denny. Spielt das. So, starte dein eigenes Spiel. Man kann das im Übrigen auch mit Mehrspielerpartie machen. Ihr seht es hier. Aber ich würde sagen, für jetzt machen wir erstmal ein eigenes Spiel. Beweise dein Können als Bauprofi und zeige, was in dir steckt. Lass deine Freunde oder andere Spieler mit Abschluss der Eröffnungskampagne mit in dein Spiel einsteigen. Das machen wir erstmal. Erstelle eine neue Firma. Wir nehmen Europa. Friedenberg ist da die Stadt. Wähle ein Logo. Ja, welches nehmen wir denn da? Das sieht doch gut aus. Akzeptieren. Gib deiner Firma einen Namen. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Kann man das noch den Namen ändern? Das würde mich jetzt... Ja, den Namen kann man eben nicht mehr ändern. Dann lassen wir das so. Geben wir der Firma einen Namen. Ja. Der Danny. Ach. Schreibe ich mich schon selber falsch. So. Starte eine Einzelspielerpartie. Ja. Gut, dann. Über die KTM kannst du gegen eine Gebühr zu einem bereits besuchten Ort schnell reisen. Ah ja, gut zu wissen. Kommt immer darauf an, welche Gebühr das ist. Bin echt gespannt, wie das jetzt hier vonstatten geht. Der Kollege Felix der Weise hat das ja schon einmal in einem Video angetestet, das ganze Game. Es hat mich damals schon irgendwie fasziniert und ich habe mir mal gefragt, soll ich das mal testen? Soll ich das euch mal vorführen? Vielleicht interessiert es euch ja, ich werde es an den Aufrufen sehen, ich werde es an den Kommentaren sehen, an den Likes. Es war jetzt auch im Angebot und ja, ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive im Leben denkst du gerade über die Zukunft nach, als das Schicksal an deine Tür klopft. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon, am Apparat ist Harpe, ein langjähriger Freund der Familie und Betreiber einer ortsansässigen Baufirma. Wegen eines heftigen Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht dein Schicksal von jetzt gleich. Da wollen wir mal loslegen. Willkommen in der Eröffnungskampagne. Hier werden dir verschiedene Fahrzeugtypen, Spielfunktionen und der grundlegende Spielablauf erklärt. Außerdem beinhaltet dieses Tutorial den Prolog zur Geschichte des Hauptspiels. Über das Jobmenü kannst du Eröffnungskampagne zu jeder Zeit überspringen. Wenn du dich mit dem Bausimulator schon gut auskennst und gleich mit dem Hauptspiel beginnen möchtest, willst du das Jobmenü jetzt öffnen. Ja, will ich. Weil ich habe das noch nicht gespielt.
Planung. Bei den meisten Aufträgen kannst du vor Annahme auf der linken Seite in diesem Menü einstellen, ob der Auftragsumfang niedrig, mittel oder hoch sein soll. Damit wird festgelegt, wie umfangreich die einzelnen Arbeitsschritte auf der Baustelle ausfallen. Das können zum Beispiel mehr Bauelemente sein, die von dir gesetzt werden müssen, oder größere Flächen, die bearbeitet werden sollen. Um eine Aufgabe abzuschließen, durch das Einstellen des Auftragsumfanges ändert sich meist auch die Dauer und der geschätzte Gewinn, den du am Ende erhältst. Ja gut, das ist ja irgendwie logisch. Je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man am Ende auch. So verstehe ich das jetzt. Tipp: Im Mehrspielermodus lohnt sich ein höherer Auftragsumfang. Ja gut, wir spielen ja alleine. Von daher, lassen wir das erstmal, dass wir das immer so ein bisschen klein halten, damit wir das erstmal kennenlernen, würde ich sagen. Häufig gibt es mehr als eine geeignete Baumaschine, um eine Aufgabe abzuschließen. Verwechsle mit der angezeigten Eingabe auf der rechten Seite in diesem Menü durch alle empfohlenen Fahrzeugklassen für die selektierte Aufgabe eines Auftrags. Wenn du einmal nicht genau weißt, welche Baumaschine benötigt wird, kannst du hier nachsehen. Gut, dann würde ich sagen, Charakter bewegen, Erdarbeiten, Scheinwerfer einschalten. Okay. Ich würde sagen, Planung, Materialien, Karte, Einkaufsliste, keine Materialien. Perfekter Zustand. So, was ist denn jetzt hier überhaupt unser Job? Wenn du deinen Auftrag angenommen hast, erscheint er hier als dein aktiver Auftrag. Wähle die entsprechende Auftragskarte aus, um dir alle wichtigen Details dazu auf einen Blick anzeigen zu lassen. Anfangs kannst du nur einen Auftrag annehmen. Schalte weitere Ausbaustufen für deine Firma frei, indem du deine Firmenziele erfüllst, um bis zu drei Aufträge parallel annehmen zu können. Okay, morgendliche Energie, dann nehmen wir das mal an. Und gut, dann gehen wir mal zurück hier. Aktive Jobs. Gut. Ja, das mit R und... Drehst du die Kamera, nutze L und L zum Bewegen. Okay, ja, ich spiele ja eh mit dem Gamepad, von daher passt das schon. Folge den Markierungen und sprich mit Harpe. So, der ist da hinten anscheinend. Können wir auch rennen. Laufen. Ah, mit dem kann er rennen. Okay. Aber wir müssen noch weiter runter hier anscheinend. Ihr seht das da, da unten steht der Harpe, den wir zu sprechen haben. Sputen wir da mal hin, weil er hat bestimmt wartet auf uns. Drücke Y mit Harpe zu sprechen, gut. Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Gut, das ist jetzt also unser Auftrag. Wir sollen uns hier an das Steuer dieses Pritschenwagens setzen. Das ist also hier unser Job, würde ich sagen. Machen wir von dem Ganzen erstmal ein Screenshot. So. Ich weiß leider nicht, wie man die ganzen Schriften da ausblendet, sonst würde ich das ohne machen. Aber das weiß ich leider noch nicht. So geht es auf jeden Fall nicht. Ah, so geht's also. Okay, wir setzen uns auf jeden Fall jetzt mal ans Steuer. Hinweis: morgendlicher Energieabschnitt beendet. So, fahren wir mal los. Sind überhaupt hin? Abblendlicht einschalten. Ja, wie kann man das? Ah, mit X. Abblendlicht aus. Jetzt haben wir es angeschaltet. Gut, kann man loslegen.
Also diese Steuerung hier, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich echt sagen. Also gefällt mir. Alles. Weißt du leider nicht, wie der Blinker angeht? Als überhaupt einen hat. Naja. Lassen wir das einfach mal. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. So, fahren wir hier den Berg hoch. So, hier sollen wir wo anhalten. Zuerst brauchen wir Licht, schalte den mobilen Generator ein. So, das wird der hier sein. Y. So, Licht haben wir. Das ist schon mal von Vorteil. Das wird der Radlader sein. Den werden wir wahrscheinlich auch gleich bewegen müssen. Schätze ich jetzt mal. Der Erdhaufen muss von der Fahrbahn geräumt werden. Mit dem Radlader sollte das im Handumdrehen erledigt sein. Was sag ich? Das wird also jetzt auch unser Job sein hier. Wollen wir hier von der Seite einsteigen? Oder müssen wir wahrscheinlich an der anderen Seite einsteigen? Meine Herren, manchmal habe ich es aber auch mit der Sprache. Ne? Radlader eignen sich, um große Mengen Schüttgüter wie Erde, Kies oder Sand zu verladen. Richtig ausgerichtet eignet sich die Schaufel eines Radladers auch für Räumen und Planierarbeiten sowie für das Verteilen von Schüttgütern. Ah ja. Fahre zunächst mit dem Radlader an das Schüttgut heran, um den Ausleger zu heben und zu senken. Benutze R und R runter, hoch und runter, das ist klar. Die Schaufel wird mit R geöffnet und mit R nach links geschlossen. Gib mit ausgerichteter Schaufel vorsichtig Gas, um Schüttgut vor dir aufzunehmen. Gut. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt Erde drauf. Lade die. Ach da. Okay. Die Steuerung, also bei dem Radlader ist die Steuerung anders, das kann ich euch sagen. Nicht so einfach. So, wie lädt ihr die jetzt ab? So. Wie lädt ihr die denn jetzt ab? Hat der gar nichts da drin oder was? Ich sehe das gar nicht.
Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Jetzt endlich. Ich glaube, jetzt habe ich es begriffen. Mein Gott, das ist doch gar nicht so einfach. Warte, jetzt war drin, ja. Gut. Mal jetzt rüber. Oder die Kiste hinzulegen. Sehr gut. Immer noch was drin. Jetzt ist es. Jetzt verstehe ich auch, wie das geht. Ist immer noch was drin. Gibt's ja gar nicht. So, ist er jetzt leer? Ja. So, so langsam mal bis drauf. Wunderbar, da muss man auch erstmal mit zurechtkommen. Runter.
Jetzt habe ich nicht gelesen, was der gesagt hat. So, alle? Jo. Ist ja eigentlich noch irgendwo anders noch markierte Bereiche, wo ich den ablassen kann? Nee. Weil das ist ja gleich ziemlich voll. Prozent, 30%, anders. Das Ganze mal ein bisschen platt. So, jetzt sind wir auch leer. So, das hat sich schon mal gelohnt. So, noch einmal so eine volle Schaufel, dann sollten wir es geschafft haben. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. So, das müssen wir aber jetzt noch eben auskippen, oder? Wollen wir das beenden? Ich will einfach mal behaupten. So, fahren wir jetzt hier weg, mach die Schaufel dann runter.
So, dann fahren wir da hin. So, das war das. Auch ein bisschen unbeholfen, gebe ich zu. Aber wie gesagt, wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist das alles nicht so einfach. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Sehr gut. Dann machen wir das noch eben. So, den Auftrag haben wir abgeschlossen. Haben wir schon mal ein bisschen was verdient. 25.000 Cash und 250 XP. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, dann fahren wir jetzt noch zum Supermarkt und dann machen wir das auch noch eben und dann reicht das, glaube ich, auch erstmal zum Kennenlernen. So, wow. Das ist schon fast zu weit hier. Tankstelle entdeckt, das ist doch schon mal was wert. Funktionsmodus. Schaut euch das mal bitte an. Jetzt fahren hier die Stützen aus. Parke den Pritschenwagen neben einer Last und wähle im Kontextmenü den Funktionsmodus aus. Transportfähige Lasten haben immer einen sichtbaren Anhakpunkt für den Kranhaken. Okay, um den Kranhaken auszufahren, müssen beide Ausleger mit L und R vollständig aufgerichtet werden. Dreh mit L und L die Basis des Ladekrans. An der Boden wird der Indikator angezeigt, der dabei hilft, den Kranhaken zur Last zu führen. Der Kranhaken kann durch den Halten von Anhakpunkt wird farblich hervorgehoben, wenn sich der Kranhaken in Reichweite einer Last befindet. Sehr schön. Ja, ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Gut. Generator platzieren. Muss ich das jetzt machen oder? Bordwände öffnen, schließen. Genau, die müssen ja als erstes geöffnet werden. Funktioniert ja nicht. Genau. Kann er ja nicht raus. Das stand ja gerade in der Beschreibung. Machen wir das an der anderen Seite auch. Ach, die ist schon. Ah, jetzt schließt er die wieder. Egal, dann machen wir sie nochmal offen. Ich habe jetzt gedacht, der macht die. Man muss hier an beiden Seiten einzeln öffnen, aber ist dann nicht der Fall. So, jetzt müssen wir wieder einsteigen, oder? Wahrscheinlich, ne? Mal. Ich muss erstmal zur Seite, mit dem Ausleger ausgefahren werden kann. So. Dann können wir rüberschwenken.
jetzt noch höher. Ja, ist schon klar. Ich will ja gar nicht in den Fahrmodus. Mein Gott. So, bin jetzt genau da drin. Jetzt muss ich nur gucken, wie hake ich den an. Habe ich den jetzt? Wie nimmt er den? Hilfe. Wie komme ich denn auf Hilfe? Um die Kranhaken auszufahren, müssen beide lalalala am Bullmüll. Drücke A, um die Last mit dem Haken zu verbinden. Drück ich doch. Also das ist echt nicht einfach, das gebe ich euch mal schriftlich an. Meine Güte, das ist echt. Meine Güte, das glaubt kein Mensch, echt. Gibt's doch gar nicht.
drückst die ganze Zeit A, der nimmt dir nicht. Mann. Mann, rotieren, L. Haupt am Heben sinken, weit am Heben sinken. Mann. Ey. Anhaken, A. Gibt's doch nicht. Sorry Leute, ich bin gerade der Haken ist doch gar nicht unten. Wie kriegt man den denn jetzt nochmal? Wie ging das nochmal? Zweitarm heben, sinken, Hauptarm, Kran rotieren. Haken drehen. B und L. Der Haken runter. Verdammte Hacke nochmal. Wie ging das nochmal? Jetzt! Jetzt haben wir's. So. Die Richtung. Da muss der hin. Das heißt, den weiter ausfahren, sonst bringt es ja nichts. Na, höher. Mein Gott. Und ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück. Ah, höher. Höher.
runter. Also runter. So, jetzt sollen wir den Generator einschalten. Müssen aber erstmal wieder hier den Kran wieder zurückfahren. Schalten wir den erstmal ein. Also Leute, das ist wirklich noch ein bisschen alles ein bisschen ungewohnt. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Das sieht alles so einfach aus, ist es aber gar nicht. So, das haben wir soweit erledigt. Sprich mit Harpe, das machen wir. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, das machen wir aber dann in einem nächsten... Video. Dort ist die Laterne. Wir speichern das Ganze erstmal irgendwie ab hier. Wenn es irgendwie geht. Kann man das abspeichern? Wie speichern? Wie ging das denn jetzt nochmal? Ja, springen kann er auch, sehr gut. Was den? Ja. Ist ja alles schön und gut hier, aber ich würde gerne speichern, was irgendwie möglich ist. So, da. Spiel speichert. So, damit hätten wir das gespeichert. Wie es weitergeht, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback da lassen würdet zu diesem Spiel, zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr seht mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Hier geht es dann weiter damit, dass wir die Laterne da aus dem Dach heben und dann weitermachen hier. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wie gesagt, aller Anfang ist schwer. Die Steuerung ist noch so ein Fall für sich, da muss ich mich erstmal rantasten. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer der Danny spielt das. Bis zum nächsten Mal hier beim Bausimulator. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Bye.